Und das ist noch nett gesagt, abgestürzt. Ist, was sie es wagen. Los, weit kann sie nicht gekommen sein. Sie haben die Tür blockiert. Vorsicht, sie setzen Verstärkung ab, um uns zu bremsen. So. Fress mein Blei. So. Jetzt ist hier aber mal Schluss. Bankterminal. Vorsicht, Blendgranaten. Wo? Jetzt habe ich mit meiner Fähigkeit seine Fähigkeit platt gemacht. Auch schön. Na egal. Komm her, du Sack. Der hat mich verarscht. Was ist das? Chaka, chaka! Jetzt auch noch von hinten. Vorsicht, Blendgranaten. Kasumi ist tot, das ist nicht gut. Oh. Brauche ich dafür ein Heilgel? Nee. Komm her. Ja, und du triffst da. Mann. So. Wir machen es einfach mal. Weg mit dem Droiden. Komm. Ich glaube, du bist tot. So nicht. Ich könnte Munition gebrauchen. Scheiße. Nicht gut. Oh, 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 oh. Das war jetzt aber echt knappe Kiste. Ich bin auf der Suche nach Munition. Verzweifelt. Ja, hörst du wohl auf? So. Das ist hier aber gut. Ich würde sagen, es geht da weiter. Na los, wir können drüber klettern, um zu Vasirs Wagen zu kommen. Die ist doch schon über alle Berge, so lange wie das hier gedauert hat. Wir sind unbewaffnet. Wir haben nichts gesehen. Was für ein Hotel ist das? Also, ein Luxusresort mit einer exotischen Komponente. Also ist in einigen Gegenden von Ilium ein Slang-Ausdruck für ein gewisses Asari-Körperteil. Wo? Hauptsächlich im unteren Bereich. Ich meinte, wo am Asari-Körper? Ich auch. Damit lässt sich was anfangen. Vasir wurde bei dem Crash verletzt. Das müsste sie bremsen. Ja, vor allen Dingen hier die ganzen Sicherheitsleute gekillt. Einfach so. Und die Sicherheitsleute lassen sich auch einfach so killen. Warum? Wenn er schon... Sie hat viel Blut verloren. Wir kommen ihr näher. Sie ist zäh. Das muss man ihr lassen.
Sie ist ein Spectre. Also es stimmt das auch noch, dass die ein Spectre ist. Ist ja betrübend zu wissen, dass die ein Spectre ist. Wo ist sie denn? Ich glaube, ich war... Ah, da! Hey, hey du, komm mit. Wie heißt du? Marianna. Marianna, du willst doch leben, oder? Sag diesen Leuten, dass du leben willst. Bitte. Lassen Sie sie gehen! Basir, Sie müssen das nicht tun. Sie hätten nur weggehen müssen. Jetzt wird's hässlich. Bitte, ich habe einen Sohn. Einen Sohn? Hoffentlich sieht er dich wieder. Eltern zu verlieren soll für Kinder ja ziemlich schlimm sein. Narben für das ganze Leben. Ich werde sie erledigen, Basir. Schon okay, Liara. Wir kriegen das hin. So wie immer. Soll Marianas kleiner Junge ohne Mami aufwachsen, Shepard? Thermomagazine auf den Boden, sofort. Energiezellen auch. Ich schieße, wenn ich muss. Ist das alles? Was? Was hier? Ich habe hunderte von Menschenleben geopfert, um die Destiny Ascension zu retten. Ich habe die Rachni auf die Galaxie losgelassen. Sie werden doch nicht ernsthaft ihren Fluchtplan daran aufhängen, dass ich zögere, eine Geisel zu erschießen. Sie belöffen. Jetzt, Liara. Jetzt geht's ihr wieder gut. Was? Alter! Die ist mir ein bisschen zu arg auf Speed. Was? Nein! Wo bist du? Oh. Ad-Kämpfer. Oh oh, der Kampf wird hässlich. Sie setzen Kampfdrohnen ein. Schon kaputt. Das hat sicher wehgetan. So. Komm her, Kasu. Haben Sie mich vermisst? Wir haben Gesellschaft. Hab ich gerade Kasumi gesagt? Ich meinte natürlich diese... Au! Probleme? Hat wehgetan, oh! Ein bisschen, ja? Ist prickla! Kommt her! Ich mach euch alle platt! Zack! Na komm! Komm runter da! Ich erledige sie selbst! Das sollten sie sich merken! Versuchen sie mitzuhalten! Jetzt bald! Auf mich!
So. Wie wär's damit? So. Oh oh. Ich lasse sie fliegen. Wäre schön, wenn du das könntest. Aber ich glaube nicht. Oh oh. Aua. So. Unter schwerem Beschuss. Nein. Wo ist die da? Wieso weicht die denn immer aus? So. Das war's aber jetzt. Sekats privates Datenpad. Damit können wir den Shadow Broker finden. Sie sind tot! Der Shadow Broker ist seit Jahrzehnten an der Macht. Er ist stärker als alles, was ihm je begegnet ist. Haben Sie deswegen den Rat verkauft, um für ihn zu arbeiten? Sie glauben, ich hätte den Rat hintergangen? So wie Saren? Zur Hölle mit ihm. Der Broker hat mir all die Jahre ausgezeichnete Informationen gegeben. Ich habe damit Leben gerettet und die Citadel sicher gemacht. Und wenn der Broker will, dass ein paar Leute verschwinden, bezahle ich diesen Preis, ohne zu zögern. Sie sind zu weit gegangen. Spectres sprengen keine Gebäude voller Unschuldiger in die Luft. Aber natürlich. Wir machen uns die Hände schmutzig, damit es der Rat nicht tun muss. Die Ratsmitglieder beschweren sich über unsere Methoden, um ihr Gewissen zu beruhigen. Aber sie sehen nicht genau hin. Außerdem gehören sie zu Cerberus. Haben Sie eine Ahnung, was Ihre Terroristenfreunde schon alles getan haben? Ja. Ich weiß, wer Sie sind und was Sie getan haben. Es ist nicht wichtig. Ich glaube schon. Sie wollen mich verurteilen? Sehen Sie in den Spiegel. Kinder in biotische Todeslager entführen. Admirale der Allianz töten, weil sie Fragen stellen. Und Sie gehören zu ihnen. Wagen Sie es nicht, mich zu verurteilen. Wagen Sie es nicht. Doch, doch, doch. Der Soli eliminieren und Daten sicherstellen. Zivile Opfer sind unwichtig. Vasir ist tot. Ich übertrage die Daten zu den Computern der Normandy. Wir können in wenigen Stunden bei der Basis des Shadow Broker sein. Er wird schon bald von Vasir erfahren, wenn er beschließt, Farron zu töten. Wir geben ihm keine Zeit dazu. Wir brauchen die Tarnsysteme der Normandy, um unentdeckt in die Nähe zu kommen. Die Agenten des Shadow Broker schießen sich immer noch durch ganz Ilium. Mit etwas Glück merken sie erst, dass wir weg sind, wenn es zu spät ist. Das ist ziemlich kalt. Sie haben Unschuldige getötet. Sie wissen, was ich meine. Tue ich das? Als ich im Handelszentrum zu Boden ging, sind sie Vasir hinterher, ohne sich umzudrehen. Ich wusste, sowas bringt sie nicht um. Ich musste an Vasir dranbleiben. Ich musste rational bleiben und eine Entscheidung treffen. Wie bei Sekat. Es war Vasirs Schuld, nicht ihre. Sekat hatte keine Ahnung, wie hoch das Risiko war. Ich habe ihn gefährdet, um an die Daten zu kommen, die ich wollte. Ich bin schuld an seinem Tod. Und ich würde es wieder tun. Aber ab jetzt ist alles ganz einfach. Rein, Farron holen, raus. Und jeden umlegen, der uns aufhalten will. Ist das alles? Das ist alles. Halten Sie mal eine Sekunde die Luft an. Wir springen mehrere Lichtjahre. Wir haben Zeit zum Reden. Worüber? Sie sind seit meiner Rückkehr nicht mehr dieselbe, Liara. Was soll ich denn sagen? Dass ich um Sie getrauert habe? Dass ich mich schuldig fühle, weil Farron gefangen genommen wurde? Ich habe Fehler gemacht. Ich habe Verluste erlitten. Ich habe bei Ihrer Rückkehr geholfen und will dasselbe jetzt auch für Farron tun. Wir können reden, sobald er in Sicherheit ist. Bis dahin ist das Genießen der Aussicht eine Beleidigung für den Mann, der uns beide gerettet hat. Okay, gehen wir.